Nils Kotschik, 1:2 verloren bei den Cottbus in ihrem Ex-Club. Wie fühlt sich das an, diese Niederlage? Ja, aufgrund der zweiten Halbzeit ist es doch ein bisschen bitter, weil wir da, denke ich mal, besser gespielt haben als in der ersten. Wir haben ein paar gute Chancen gehabt. Cottbus war in der ersten Halbzeit besser, muss man sagen. Da hat uns der Zugriff gefehlt in der Mitte. Wir haben dann das System umgestellt in der zweiten Halbzeit. Und ja, Punkt wäre verdient gewesen, denke ich. Aber ja, so ist es manchmal. Dann entscheiden Kleinigkeiten, wenn es so eng ist. Es wurde immer schwieriger zu spielen, es wurde immer nasser, der Boden war immer schwerer. Am Ende dann so ein Kopfballtor zu bekommen, das kann man nicht verteidigen, sicherlich. Das ist natürlich bitter. Also der Standard ist auch geschlagen von Witti, den kenne ich ja noch aus Neustrelitz. Ja, das ist bitter für uns. Brauchen wir nicht drüber reden. Wie war es für Sie persönlich, wieder zurückzukommen nach Cottbus? Welche Erinnerungen haben Sie noch? Ja, ich habe leider hier in der Zeit nicht so viel gespielt. Aber es ist eine Bombenstimmung, es ist ein geiles Stadion, hat Spaß gemacht. Ich hätte natürlich gerne was mitgenommen.